In diesem Tutorial, zu dem ich Sie recht herzlich begrüße, beschäftigen wir uns mit den Textilangaben in Wabi Profi 3. Für diejenigen unter Ihnen, die mit Bekleidung zu tun haben, sind diese Informationen relevant. Es gibt zwei verschiedene Arten der Zuweisung, die sehr einfach und komfortabel sind. Wir gehen jetzt mal von der Variante 1 aus. Wir haben einen Artikel angelegt, Sie haben den bereits auch gespeichert und Ihnen fällt im Nachhinein ein, ach ja, ich habe die Textilangaben vergessen. Hierzu müssen Sie nicht zwangsläufig auf Ändern klicken, sondern wenn es eine Änderung der Textilangaben, sprich Saison, Größe, Farbe, Länge betrifft, können Sie einfach auf die Definitionsbutton der jeweiligen Definition klicken, zum Beispiel Farbe, könnten einen hinterlegten Wert auswählen und könnten dann sagen, übernehmen meine Auswahl, sprich grün in unserem Beispiel. Nun ist die Information für den Artikel übernommen. Genauso einfach könnten Sie eine hinterlegte Information für den Artikel auch wieder entfernen, dass Sie sagen, ah, habe ich mich ja vertan, oder Sie könnten hier erneut draufklicken und sagen, das war nicht grün, sondern blau. Das Schöne an dieser Geschichte ist auch zusätzlich, dass Sie sagen, ach, ich habe ja hier eine Farbe vergessen, könnten Sie einfach sagen, es war nicht grün, also ich habe jetzt, das ist jetzt blau, die habe ich jetzt noch nicht eingegeben, diese Farbe, und könnten das Ganze einfach abspeichern und dann könnten Sie sagen, hier übernehmen blau. Manchmal gibt es die Frage, dass Leute sagen, ich kann ja gar nicht auf diese Auswahlbuttons klicken, auf diese Kombo-Boxen. Richtig. Auf diese Kombo-Boxen können Sie nur dann klicken, wenn Sie im Editier oder in der Neuanlage sind. Das heißt, wenn Sie hier auf Ändern gehen, sind wir im Editiermodus. Und wenn Sie einen neuen Datensatz anlegen, sind wir halt im Neumodus, der identisch ist mit dem Änderungsmodus. Und dann haben Sie Zugriff hier auf die dementsprechenden Kombo-Boxen, die Sie natürlich mit den Definitionen vorher befüllt haben. Ja, so einfach ist die Verwendung von Textilangaben. Ich bitte Sie auch unter Umständen zu berücksichtigen, dass Textilangaben auf einen Bon nur dann gedruckt werden, wenn Sie oben über Lizenz, Freischaltung und Versionswechsel gesagt haben, Sie wollen Textilangaben auch in steuerrelevanten Ausdrucken, sprich Kassenbons, verwenden. Dieses Häkchen zu setzen ist natürlich kostenlos und ist ein einziger Klick für Sie, damit Sie diese Textilangaben auch auf Kassenbons, also das heißt auf einen Bondrucker oder auf einen DIN A4-Zettel mit zum Ausdruck bringen. Empfehlen möchte ich Ihnen auch an dieser Stelle, wenn Sie Ihre eigenen Etiketten definieren, gibt es ein Video, das Ihnen zeigt, wie Sie die hinterlegten Textilinformationen gebündelt und sehr, sehr einfach auf Ihr Etikett bekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.